Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map Version 1.4 ohne Gräben. Und wir sind immer noch dabei, Ballen zu sammeln. Feld 12 wird noch geerntet. Feld, was ist denn das? 7 wird noch geerntet. Ich glaube, Feld 7 ist das. Da ist noch Hopfen drauf. Warte mal, kann ich auch gucken. Ne? Feld 6 ist Hopfen. Feld 7 ist Raps, das müssen wir nachher auch noch ernten, aber das ist nicht so schlimm. Das ist ein Trailer. Nämlich ziehe ich nachher einfach das Gespann von Feld 6, ziehe einfach rüber auf Feld 7. Ja, aber wir sind hier fleißig am Pressen. Am Ballenpressen, wir sind auf Feld 1 am Pressen, Feld 20 ist fertig, Feld 2 ist fertig gepresst. Hier Feld 8 ist fertig gepresst, da hole ich jetzt die letzten Ballen runter. Feld 9 wird gerade noch gepresst und Feld 12 muss dann danach gepresst werden. Und ja, dann müssen wir noch Rüben ernten, Zuckerrüben oben an der Zuckerfabrik. Und ja, wir haben also satt zu tun, würde ich mal sagen. Wir holen jetzt hier erstmal die allerletzten Ballen runter. Ist nicht mal mehr eine ganze Ladung. Macht aber ja nichts, dann fahren wir einfach rüber zu Feld 9 und holen uns schon ein paar Ballen von Feld 9. Ist ja nicht so, dass wir hier keine Alternativen haben. Aber schon so, dass hier gut zu tun ist. Dann hier hinten rüber zu Feld 9. Wer weiß, wie viele Ballen wir jetzt hier von diesen drei Feldern alleine kriegen. 8, 9 und 12. Also da, es werden auf jeden Fall mehr als 500 sein. Wenn wir uns dann schon das nächste Lager daneben stellen. Ja, mal sehen, vielleicht baue ich mir irgendwann mal eins um oder so. Ich muss mal sehen. Ich muss erstmal warten. Ich habe das in den anderen Videos schon erwähnt. Wenn man die Modifikation aus meinem Tipps und Tricks Video von letzte Woche Freitag, also nicht von gestern, sondern von dem Freitag davor, wenn man die anwendet, dann funktioniert das im Singleplay alles super. Aber im Multiplay leider nicht. Ey, was soll das denn? Wieso fährst du denn hier schon wieder im Kreis? Ich hab dir doch einen vernünftigen Abfahrkurs gegeben. Was soll der Scheiß denn jetzt, bitteschön? Also, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr nachvollziehen. Finde ich jetzt auch nicht mehr lustig. Ja, fahren wir mal hinterher. Macht die Sache natürlich auch nicht einfacher, wenn die Abfahrer hier nicht. Dann macht die Sache nicht schneller, sagen wir es mal so. Wenn die Abfahrer nicht in die Hufe kommen. Dann los, nun nach, bitte. Bitte, bitte, bitte. Los, mach mal Platz da. Mann, Schlafmütze.
es füllt sich. Sieht jetzt nicht so viel aus. Aber wenn ich jetzt mal runtergehe und gucke. 219 Ballen haben wir hier jetzt schon eingelagert. Die sind fast alle von dem einen Feld. Von dem kleinsten der Felder. So, da. Wie viel Platz habe ich denn da eigentlich noch? Aber da kann ich ja auch locker noch mindestens ein so ein Lager da vorne hinstellen. Das ist ja schön. Das ist ja schön. So. Und wir machen dann weiter auf Feld 9. Die Brücke hier, ne? Fertig. Mal sehen, vielleicht kommen wir ja irgendwann so weit da hinten dran, dass wir hier tatsächlich im Follow Me hinterherfahren können. Mal gucken. Hey, die macht aber auch eine Anzahl an Ballen, die Ultima. Das ist nicht feierlich. Ich das mal hier an. Klar ist sie nicht super schnell, aber ein Ertrag. Das ist echt krass. Zurück. Wieder ab zum Ballenlager. Ja, das wird jetzt wohl noch so die nächsten Wochen so weitergehen. Nein, Quatsch. Wochen natürlich nicht, aber es wird bestimmt noch eine ganze Zeit so weitergehen. So, was wir aber abkürzungsmäßig machen können, sind hier einfach geradeaus fahren. Gut, da würde man jetzt in Wirklichkeit mit so einem Fahrzeug wahrscheinlich nicht lang fahren. Aber hier geht das. Ist einfach schöner zu fahren. Oh, und dann fahren wir hier über diesen, durch diesen Busch, über den Feldweg. Schon sind wir da. Also doch recht kurze Wege dann nachher. Ja, wenn wir das Feld da erstmal abarbeiten. Oder die Sachen da abholen. Wir füllen das Lager immer weiter und immer weiter. Aber es muss auch so. Wir müssen ja was haben. Und dann demnächst dann nochmal ein bisschen Gras- und Silageernte machen. Dann brauche ich die Sachen immer nur von dort. Hier rüberfahren. Was fehlt denn hier überhaupt? Gras fehlt hier, ne? Und... ja, Stroh ist vielleicht noch ein bisschen da, aber Gras fehlt. Ja, könnte ich ja vom Hof unten mal was holen. Ach, ich wollte hier ja gar nicht lang, ich wollte ja hier rüberfahren. Das wird nichts. Das war vorauszusehen. Aber das wird was. Mal hier die nächste Reihe an. Sammeln ein. Also gestern im Multiplayer, also was heißt gestern? Die Aufnahmesession jetzt ist im Prinzip Sonntag. Wir haben also gestern einen Multiplayer Livestream gehabt, da haben wir dieses Feld auch gepresst mit der Ultima. Ich glaube, da sind über 300 Ballen alleine auf diesem Feld zusammengekommen. Boah, Case Puma ist mir auf den Keks, aber sowas von. Kann gar nicht sagen. Ja.
Ja, dann müssen wir uns da wohl erstmal eben drum kümmern. Moin, komm mal in die Hupe da mit dem Pressen. Los. Kann ja nicht so schwer sein, hier so ein paar Ballen zu rollen. Gibt's doch gar nicht. Ja, jetzt nehmen wir hier wieder die Abkürzung. Würde ich sagen. Ja, können auch fliegen, die Anhänger. Weiß nicht, auch sehr auch von Fliegel, ne? Da müssen die auch. Nein, ich Red Bull verleiht Fliegel? Nee, ne? So heißt das nicht. Ich dachte irgendwie, irgendwas wäre da gewesen. Nein, der Case Puma hat die Aufgabe erledigt. Ist ja der Wahnsinn, Case. Ja, der Wahnsinn. Dann holen wir dir gleich ein Frontgewicht und dann kannst du mal schon mal aussehen gehen, würde ich sagen. An. Schön. So, das Feld müssen wir uns auch noch mal kaufen da. Und das da vor allem. Ja, Reifeisen schön rum. Ballen und Ballen und Ballen. Mann, sehen mal zu, dass wir das Lager voll kriegen. Nee, die will ich jetzt noch nicht. Ich will erstmal die, die da hinten mal liegen wollen. Das ist mir jetzt erstmal. Das ist mir jetzt erstmal. Kann ich mich da gleich immer noch hinten dran schmeicheln. Und wir sind schon wieder voll. Das ist doch sehr schön. Er ist hier gerade mal zweimal rum, oder was? Aber ja, auch eine schöne kurze Strecke hier, ne? Ich will gleich mal gucken, wie viele hier noch fehlen. Wir müssen noch schaffen, dieses Lager
dieser Folge voll zu machen, weil eigentlich ist die Folge ja schon fast rum. Aber sind wir hier runtergeholt? Nee, zum Glück nicht. Wir sind jetzt hier drin. 350, also 149 fehlen. Ja, das sind noch fast 4 Ladungen. Das wird, glaube ich, ein bisschen. Ja, wir gucken mal. Machen wir heute ein bisschen länger, weil. Ne? Haben wir ja jetzt auch letztes Wochenende die 100 Abonnenten voll gemacht. Also, ich habe nicht die Abonnenten voll gemacht. Ihr versteht schon, ne? Die Zahl 100 wurde erreicht bei den Abonnenten. Vielen Dank auch dafür, dass ihr euch das hier antut und mitleidet mit mir. Und deshalb machen wir jetzt mal das Lager voll. Wobei, so viele Ballen haben wir da gar nicht mehr liegen. Da müsste ich vom Feld 2 Ballen holen. Naja, mal gucken. Naja, vielleicht machen wir es auch nicht. Nee, wir machen das nicht. Das dauert noch ewig. Ich sehe jetzt mal zu, dass ich mich hier hintersetze, gleich mit dem Follow Me. Und dann. Dann wird das wohl alles gut werden. Hoffe ich. Echt so schnell Ballen aufladen könnte, ne? Wäre doch großartig. Heißt rechts Offset, dass ich dann rechts von ihm fahre oder dass der Offset rechts ist? Na ja, so rum passt das wohl. Welch atemberaubende Geschwindigkeit, das gucke ich mir nochmal von draußen an. Ja, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder ein. Hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, wie auch immer. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und in diesem Sinne, sag ich dann mal, ciao!